Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Staatsministerin Ulrike Scharf hat gestern in ihrer Rede gesagt, dass das Kita-Personal in Bayern eine hervorragende Arbeit macht und sie es deswegen nicht mehr zulässt, dass über die schwierigen Arbeitsbedingungen so kritisch gesprochen wird. Sie hat mich ermahnt und daran erinnert, dass ich ja mitwirken kann, dass vieles besser geht. Nun, Frau Ministerin, mache ich. Ich wirke daran mit, dass vieles besser geht, aber nicht, indem er die Probleme verschweigt, indem er so tut, als war alles die heile Welt, sondern indem er endlich nach langen Jahren leerer Worte die Regierung Taten folgen lässt und die Arbeitsbedingungen in den Kitas grundlegend verbessert werden. Dafür kämpfe ich, dafür kämpfen die Grünen und da werden wir keine Ruhe geben, bis sich die Realität verbessert hat. Die frühkindliche Bildung in Bayern ist am Limit und es bedarf dringender Verbesserungen. Und das müsste eigentlich inzwischen auch der oder die Letzte mitgekriegt haben, aber offenbar nicht in der Staatsregierung. Da heißt's, der Status quo ist besser, als man denkt. Das kam beim Kita-Gipfel mit Markus Söder neulich raus. Und Bayern ist natürlich das Familienland Nummer eins. Mei, wenn's na wirklich so war. Die bayerische Staatsregierung hat seit Jahren die nötigen Investitionen in bessere Arbeitsbedingungen fürs Personal in den Kitas, in der Kindertagespflege nicht getätigt. Stattdessen wurden in den letzten 5 Jahren im Speziellen Milliarden für einkommensunabhängige Transferleistungen ausgegeben. Das rächt sich jetzt. Inzwischen haben viele Erzieherinnen die Flucht aus dem Berufsfeld ergriffen und die verbliebenen Mitarbeiterinnen arbeiten an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Die Öffnungszeiten in den Kitas müssen vielerorts gekürzt werden, Gruppen werden geschlossen. Das ist doch die Realität. Und natürlich macht das Kita-Personal einen großartigen Job und natürlich ist diese Aufgabe absolut sinnstiftend. Es ist eine unwahrscheinlich wichtige Aufgabe, die Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger machen. Die Kinder begleiten in den ersten Lebensjahren, denen was mitgeben, denen die Basis legen für ihr ganzes späteres Leben. Unwahrscheinlich wichtig und verantwortungsvoll. Und genau deswegen haben die doch das Recht, dass sie von der Politik besser unterstützt werden und nicht ständig überlastet werden, sondern entlastet werden, meine Damen und Herren. Frau Staatsministerin, selbstverständlich kann ich daran mitwirken, dass vieles besser wird. Aber am meisten kann man natürlich bewirken, wenn man das Sozialministerium leitet. Und dann stellt sich halt die Frage, was kann man denn da tun? Unsere konkreten Vorschläge für die kurzfristigen Verbesserungen im Dringlichkeitsantrag, mittel- und längerfristig gibt es noch viele weitere Ideen, verweise da auf die ganzen Anträge, die wir gestellt haben. Aber kurzfristig 7 Punkte. Erstens. 100-prozentige Verwendung der Bundesmittel aus dem Kita-Qualitätsgesetz für Qualität. Bayern kriegt 530 Millionen Euro aus Berlin von der viel gescholtenen Ampel. 530 Millionen in 1,5 Jahren. Davon werden 220 Millionen für einkommensunabhängige Beiträge abgezwackt und nicht in Qualität investiert. Dieses Geld brauchen wir aber in den Kitas. Das ist notwendig, meine Damen und Herren. Zweitens, Schließung der Finanzierungslücke in der gesetzlichen Betriebskostenförderung. Das kann doch nicht sein, dass Kita-Träger Geld mitbringen müssen, wenn sie für uns als Gesellschaft die Aufgabe der Kinderbetreuung und Bildung übernehmen. Heute übrigens dazu eine aktuelle Resolution des Evangelischen Kita-Verbands. Sorgen wir für eine auskömmliche Förderung, damit die Träger leben können, meine Damen und Herren. Drittens. Grundlegende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für das Kita-Personal. Das beginnt bei der Entlastung durch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte. Da ist der Fördertopf, den es gibt, sicherlich nicht ausreichend. Die Refinanzierung von Zeitkontingenten für mittelbare pädagogische Tätigkeiten, weil man sich auch in der Kita vorbereiten muss, was man tut mit den Kindern. Die Verbesserung des Anstellungsschlüssels, die Stärkung der Leitungen, die eine ganz zentrale Funktion haben und perspektivisch müssen wir zu kleineren Gruppen kommen. Das ist die Entlastung, die unser Personal benötigt, meine Damen und Herren. Vierter Punkt, Verbesserungen der Bedingungen in der Ausbildung, insbesondere die Reform der praxisnahen, der Kinderpflegeausbildung. 2 Jahre ohne Gehalt,
Viel Theorie, ganz wenig Praxis. Das ist doch kein Zustand. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen hier eine Vergütung ab dem ersten Tag. Wir brauchen viel mehr Praxis und wir brauchen eine Refinanzierung für die Kitas, die natürlich dann einen Teil der Ausbildung übernehmen. Ein solches System ist im Handwerk gang und gäbe. Das muss doch im Sozialbereich auch möglich sein, meine Damen und Herren. Fünftens. Verbesserung der Attraktivität des Quereinstiegs. Da ist ja was passiert. Es gibt die Module zur Fachkraft, Ergänzungs- und Assistenzkraft, kann man sich weiterbilden. Das ist aktuell ein Selbstzahlermodell in Bayern. Das kostet tausende Euro, wenn sich jemand zur Kita-Fachkraft weiterbilden will. Wir haben doch einen Mangel, man muss doch mal drauf reagieren. Diese Kosten müssen weg, meine Damen und Herren. Sechster Punkt. Anerkennung von ausländischen Qualifikationen. Da scheitern wir oft genug an der Bürokratie. Da wohnen also gute Leute bei uns, die im Ausland eine Ausbildung haben und genossen haben, die man bei uns brauchen kann. Und dann dauert es Wochen und Monate, bis die Leute grünes Licht bekommen und bis wir die einsetzen können. Das kann auch nicht so weitergehen. Hier müssen wir dringend schneller werden, meine Damen und Herren. Siebter Punkt, der kurzfristigen, wirklich der Maßnahme, die man machen kann, ist die Stärkung der Kindertagespflege, Ausbau der Fachberatung, Vernetzung, Erhöhung der Qualifikation und der entsprechenden Vergütung. Die Kindertagespflege, die wird so gern vergessen, aber sie ist auch wichtig und sie ist auch ein wichtiger Baustein. Und die Vergütung ist teilweise weit unter Mindestlohn. Das kann auch nicht mehr sein. Vergesst mir die Kindertagespflege nicht. Da gehören auch Verbesserungen her, meine Damen und Herren. Diese Forderungen sind allesamt dringlich, weil die Lage ist brisant. Aber sie sind gar nicht so neu. Fast alle finden sich in den Handlungsempfehlungen des Bündnisses für frühkindliche Bildung wieder, das die Staatsregierung ja selber einberufen hat, um sich da beraten zu lassen. Fast alle diese Forderungen finden sich regelmäßig in Petitionen aus der Praxis, die wir im Sozialausschuss rauf und runter diskutieren. Aber was hilft das alles, wenn es nicht umgesetzt wird? Sie müssen als Staatsregierung halt endlich einmal auf die Praxis hören und danach handeln. Nur dann wird die reale Lage besser in Bayern, meine Damen und Herren. Die Ausstattung unserer Kitas und der Kindertagespflege, das ist kein nice to have. Da geht es um die Kinder, da geht es um die Zukunft unserer Gesellschaft. Das ist der Grundstein für die Bildungslaufbahn, der Grundstein für die Zukunftschancen, die hier gelegt werden. Alle Kinder, alle, haben ein Recht auf gute Bildung von Anfang an. Und unsere Familien brauchen Planungssicherheit, brauchen eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Kita-Fachkräfte, die brauchen gute Arbeitsbedingungen. Und wenn es diese Regierung nicht kann oder nicht will, dann braucht es eine neue Staatsregierung, die endlich die Arbeitsbedingungen in den Kitas ernsthaft verbessert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.